Hi, willkommen zurück auf der, naja, eigentlich nicht mehr stattfindenden Party bei Familie Warden, wo hier unsere Familie gerade zu Besuch war und immer noch so ein bisschen mit den Leuten, die hier so sind, quatscht. Mika ist auf dem Weg nach Hause, denn der geht's nicht so gut. Die möchte einen Reizreaktionstest an Theresa Warden durchführen, na gut. Ja, wie gesagt, die fährt jetzt erstmal nach Hause, geht dann oben einmal schnell duschen, weil sie ein bisschen stinkt. Und dann können wir hier was zu Abend essen. Ein bisschen Top Surprise, würde ich sagen. Ja, und die anderen quatschen hier immer noch, wie gesagt. Leon, mit deinem Vater kannst du auf jeden Fall auch noch weiter quatschen. Das wäre eigentlich echt ganz gut. Geheimnis verraten, ein bisschen tratschen, dass wir auf jeden Fall die Beziehung ein bisschen hochbekommen. Kannst du gerne ein bisschen einschlagen, so wie coole Männer das miteinander machen. So, du solltest auf jeden Fall mal ganz schnell auf Toilette gehen, meine Liebe. Und ihr beiden quatscht auch noch ganz schön. So, so, möchte sie denn an der Gruppe mit teilnehmen? Das wäre ganz cool. Du beeilst dich mal ein bisschen, Mika. Mal gucken. Macht sie das? Ja, ne? Oder? Sah jetzt eigentlich so aus. Ich weiß nicht genau. So, sehr gut. Dann ziehen wir. Ach ne, die anderen können wir auch später noch mit ins Boot ziehen. Ah ne, eigentlich wollte ich das ja machen. Vor allem Sophia. Bitten sich der Gruppe anzuschließen. Dann können sie das nämlich mit Ian noch machen. Dann können die nämlich alle mitkommen. Und Maya kann dann vielleicht ja Christopher fragen. Ist wieder noch hier hinten? Ja. Wenn wir ihn auch gleich nochmal fragen, ob er sich der Gruppe mit anschließen möchte. Das wäre richtig cool. Fehlt eigentlich nur noch Leon in der Partie mit. Naja, und Mika. Mika muss eigentlich erstmal zu Hause bleiben und da ihrem Krams nachgehen. So, wir gehen dann hier auch nochmal auf Toilette. So, mal schauen, ob das klappt. Ich meine, das sollte eigentlich funktionieren. Mit ihrem Bruder, mit ihrem Halbbruder ist sie ja echt sehr gut befreundet. Sophia hat auch echt viel Vorbau. Nicht so schlimm wie Stella, also längst nicht so schlimm. Aber schon deutlich, naja. Gut. Hätten wir uns da auch angeschlossen. Sehr gut, dann können wir ihn nochmal fragen. Kannst dich auch vielleicht der Gruppe anschließen, das wäre ganz nett. Dann fragen wir hier noch und oh, Leon ist jetzt nicht so begeistert von uns. Entschuldigen wir uns nochmal. Ja, ist mit seinem Vater und so. Na gut. Nee, ah, war falsch. Ich wollte zu der anderen mit M. Wollte nicht zu Mika, ich wollte zu Maya. Oh. Christopher möchte leider nicht mit, wie es scheint. Naja, dann gehen wir mit allen anderen. Er fühlt sich in so großer Runde nicht wohl. Ah, schade. Na gut, dann werden wir das Grundstück mit der Gruppe besuchen und Leon geht da einfach auch mit hin. Ja, das klingt doch gut. Okay. Und dann gehen wir auf jeden Fall hierher, weil es hört direkt nebenan und so. Die ganzen Läden machen jetzt natürlich gleich zu. Das ist ein bisschen schlecht. Vielleicht sollte Leon doch auch lieber nach. Ja, ich glaube, Leon geht lieber nach Hause. Dann können wir das hier wegstreichen. Oh. Naja. Ist egal. Wer nicht mit will, kommt nicht mit. Wenigstens kommt Theresa mit. Das ist doch schon mal ganz gut. So habe ich mir das eigentlich nicht vorgestellt. Oh Mann, jetzt sind wir auch echt viel zu spät. Nee, okay. Dann lassen wir das kurz bleiben. Gehen wir dann hoch zum Fußballplatz. Wo war denn der? War der hier? Nee. Wo habe ich den denn platziert? Ah, hier ist der Fußballplatz. Gehen wir einfach dahin zusammen mit allen.
keine Ahnung. Mal schauen, ob sie mitmachen und was weiß ich. Wir werden es ja sehen. Am Ende, wenn nichts funktioniert, dann müssen halt alle wieder nach Hause. Ist ja auch nicht so schlimm. So, einmal auf Toilette gehen. Sauber machen wirst du vielleicht nicht unbedingt wollen, aber wir können es ja probieren. Und dann kannst du dir einen Hotdog gönnen. Und hier die Wäsche holen und dann die andere Wäsche nochmal behandeln. Huch. Warum geht ihr nicht? Oh, hä? Macht ihr mal das, was ich will. Grundstück mit Gruppe besuchen. Geht da mal alle hin, bitte, ja? Jamie. Jamie sollte eigentlich aufs Klo gehen, deswegen tue ich jetzt mal so, als wäre er aufs Klo gegangen. Hallo? Ich hätte gern die Leiste ganz voll. Ich tue so, als wäre er aufs Klo gegangen. Da entleert man seine Blase ganz. Nicht nur halb. Oh, was ist denn das? Dir. Was ist das? Warum ist hier ein Pferd? Ach, hier ist ein Wildpferd. Kann das nicht mal funktionieren jetzt? Ich weiß jetzt nicht, was das Problem ist. Ich lasse ihn mal eben das Grundstück laden. Ich verstehe gerade nicht, warum ich nicht die Leiste ganz vollziehen kann. Oh, sag mal, wenn ich da draufklicke, warum funktioniert das denn jetzt nicht? Testing Cheats enabled. Weil ich auf Force geklickt habe, ich Idiot. Warum funktioniert das jetzt nicht? Kann das vielleicht mal funktionieren? Was ist denn das Problem hier an der Stelle jetzt? Ich verstehe auch nicht, warum das Spiel jetzt nicht mehr läuft. Das ist doof. Fahrt ihr da jetzt alle mal hin? Ja, gut. Und warum hat keiner von euch bescheuerten Pferden sich hier mal an dem Pferdebein vergnügt? Ihr seid doch doof. Ich hab dir das doch gesagt, Flame, oder nicht? Das ist doch auch blöd. Vielleicht kannst du hier ein bisschen rumgaloppieren. Ich bezweifle es zwar, aber probier's halt mal. Oh, den beiden geht's echt schlecht. Die sollten echt mal was essen. Ha, naja. Ihr solltet euch echt mal auch hier um euch selbst kümmern. Ja, du kannst am Anschluss hier trinken. Bisschen pieseln. So, sind wir jetzt dann alle da auf dem Fußballplatz, wo hier mega viel abgeht, weil da ist eine blonde Troller. Donna White. Ich meine, wenn Donna White auf dem Platz ist, dann ist hier aber richtig was los. Wie man sieht. Liefern wir uns doch gleich mal einen Schusswechsel gegen diese Dame. Und ja, können wir vielleicht irgendwie zu dritt miteinander quatschen oder so? Das wäre ganz cool. Einfach so ein Dreiergespräch führen. Finde ich cool. Bisschen tratschen. Dann gleich ein bisschen mit Jamie noch quatschen. Nach seinem Tag fragen. Dann sollten wir eigentlich ein Dreiergespräch hier führen können. Aber sie muss jetzt einmal hier drum rumlaufen. Okay, ja, ihr führt hier jetzt mein Gespräch, hoffe ich. Oh, Leute, wenn ich sag, du sollst ein Gespräch führen, dann führst du auch einfach mal. Gute Schuhe, mit denen wir hier auf den Platz gegangen sind. Ich glaube, Theresa hat auch nicht unbedingt, Sophia hat auch nicht unbedingt was Besseres an. Nee, jetzt vor allem die gleichen Schuhe an wie Theresa. Nur in einer anderen Ausführung, in Pink sind ihre und ihre sind in Grün. Das ist doch mal was. So, du brauchst nicht alles wegräumen. Ich weiß ja nicht, was du da jetzt gerade machst. Ja, genau, da kommst du nämlich nicht hin, wo du irgendwas wegräumen willst. Ich weiß ja nicht, was das ist, aber musst du ja auch nicht. Ah, die saubere Wäsche ist schon fertig. Naja, bei dem schönen Wetter. Dann kannst du auf jeden Fall gleich mal schlafen gehen. Dann bist du morgen auf jeden Fall zu einer angemessenen Zeit wach.
So, wie läuft's bei dir? Das reicht erstmal. Weil jetzt sollte sich ehrlich mal Salira mit dem Ball beschäftigen. Ja, ist gut, Flame. Ist gut. Wir haben heute genug mit dem Gummiball gespielt. Kannst du morgen wieder. Reicht auf jeden Fall aus. Willst du schon mal dein Nickerchen machen gehen? Ja, welche Freundschaften? Während wir welche aufbauen, funktionieren andere wieder nicht. So ist das eben. Hey, warum könnt ihr denn nicht mal ein Dreiergespräch führen? Leute, hier einladen, am Gespräch teilzunehmen. Das funktioniert manchmal eigentlich auch ohne, dass man diese Aktion macht. Ja. Mach doch mal bitte, ja. Okay. Kriegen wir das jetzt mal hin hier? Oh. Rede doch einfach mal mit, Theresa. Hier, können wir nicht ein schönes Dreieck bilden zu dritt? Und wie läuft's bei euch so? Gut, kriegt ihr beiden das hin? Ja, ihr wechselt gerade. Okay. Alles gut. Bei denen da läuft es nicht so gut wie bei euch. Ah, jetzt vielleicht, Theresa, magst du dann vielleicht mal? Sehr schön. Jetzt läuft das Ganze. Jetzt läuft's. So, du kannst dann auch über Kunst reden. Und Leon, du sollst dich ein bisschen um die Wäsche kümmern. Deswegen kannst du das gern weiterhin machen. Das in den Trockner legen und dann schlafen, denn morgen ist der. Ach so, ja, wir haben ja gar keine Arbeit, denn wir haben ja Ehepause oder Hochzeitsurlaub. Weiß ich nicht, wie man das nennen möchte. Jamie hat allerdings bald wieder Arbeit. Deswegen würde ich sagen, kann er dann gleich mal nach Hause gehen und ins Bett fallen. Ich hoffe, dass jetzt nicht die ganze Gruppe deswegen aufgelöst werden muss. Ich hoffe, dass er einfach abhauen kann. Die Gruppe verlassen kann. Nein, wir werden dem Anführer nicht folgen. Nein. Jamie geht einfach nach Hause. Alles gut. Mal, können wir hier schon mal Gruppe verlassen anklicken oder so? So. Geht das? Gruppe verlassen, genau. Alles gut. Gut, dann quatschst du vielleicht noch ein, zwei Mal ein bisschen was mit Therese. Ein bisschen tratschen. Bisschen über deine momentane richtig, richtig schlimme Situation beschweren. Ich meine, Maya hat es auch echt nicht leicht im Leben. Immer lustige Geschichte erzählen. Und ja, du kannst die Gruppe dann auch mal verlassen. Gruppe verlassen und dann geht's für dich nach Hause. Da sollst du dich auch mal ein bisschen ausspannen wieder, ausruhen. Einmal hier Badezimmer schlafen. Was ist euer Problem? Warum spielst du nicht mit dem Pferdeball? Ich weiß es nicht. Mach doch einfach. Du bist am Schlafen und du spielst jetzt hier einfach mal. Ich weiß ja nicht, was dein Problem ist. Theoretisch sollte das möglich sein. Na komm. Salira, dein großer Auftritt. Na mach schon. Mädchen, stoß ihn an. Ja, sehr gut. So läuft das. Spiel mal ein bisschen. Das wäre ganz cool. Die anderen gehen alle schlafen mit der Zeit. Ist jetzt nur noch Maya hier. Zusammen mit Theresa. Und, weiß nicht. Ja, dann können wir uns auch verabschieden am Ende. Mal gucken, vielleicht kriegen wir ja noch einen kleinen Beziehungsboost. Wenn das irgendwie gut. Wenn Theresa die gemeinsame Zeit irgendwie gut fand.
wenn ihr dann vielleicht auch mal anfangen würdet zu quatschen. So, ihr ist warm. 2 Uhr nachts. Na gut, bei 23 Grad. Hallo? Ach, 23 Grad nachts um 2 Uhr ist natürlich auch schon wirklich ausgesprochen warm. Wenn ihr immer mal ein bisschen schneller quatschen würdet. Es vergeht so viel Zeit, bis sie weiter quatschen. 2:38 Uhr. Die Zeit steht halt einfach zwischen uns still. 2:41 Uhr. 2:45 Uhr. Das ist so zum Kotzen. 2:49 Uhr. Vielleicht reden sie ja um 3 Uhr weiter. Ja, man kann auch erstmal eine halbe Stunde lang Pause machen, bevor man weiter quatscht. Mach ich auch immer so. Oh, Mädels! Oh, vergiss es, ey. Das ist doch nicht mehr schön. Gruppe auflösen und ab nach Hause, ey. Ja, freu dich. Ich habe mich köstlich amüsiert. Der gemeinsame Ausflug war fantastisch. Ja, also wir haben uns auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser mit dir angefreundet. Das ist doch schon mal was. Und jetzt bewegt deinen Hintern nach Hause, Maya. Ich will das nicht mehr sehen, dass du so ewig brauchst. Das ist so nervig. Ich weiß nicht, wie ich das machen werde, weil ich ja gar nicht so viel Zeit habe, um jetzt irgendwie ständig Sachen auszutesten. Aber ich werde austesten müssen, irgendwelche Mods, irgendwelche Mod-Kombinationen. Also ich manche Sachen weglasse, manche Sachen dafür reinnehme, irgendwas probiere, weil das ist echt nicht mehr schön. Das macht keinen Spaß mehr hier. Oh, meine Fresse. Haben wir es dann mal? Das lief bisher eigentlich ganz gut, so das Spiel, und jetzt nicht mehr. Wie man sehen kann. Na gut. Gehen wir mal zu den Ferdis rüber. Wie sieht's bei dir aus? Bewegung sieht schon mal ein bisschen besser aus. Oh Mann! Och Mann, dieses dumme Spiel, ey. Das, ach, 50 festhängende Sims. Na, das ist ja super. Ich weiß nicht, ob der Aerotrip. Eigentlich soll der Aerotrip ja helfen, aber mir wurde schon mehrmals gesagt, ich soll den rausnehmen, weil der das nur noch schlimmer macht, was mir aber eigentlich irgendwie, was für mich gar keinen Sinn ergibt. Weil eigentlich sind diese Mods ja dafür da, um das Ganze ein bisschen zu klären. Und an einigen Stellen lese ich, der macht das schlimmer, und an anderen Stellen lese ich, der hilft. Also, keine Ahnung. So im Endeffekt. Keine Ahnung, was man da jetzt machen soll. So wirklich. Lorin Abel. Yay. Haha. Wer hätte gedacht? Lorin Abel ist mal wieder nicht rootbar. Unsere gute Freundin hier. Ein Luxuskomplex ziehen. Das ist ja scheinbar nicht luxuriös genug hier, der lieben Sophia. Ich finde das auch schrecklich, dass sie ihre Wäsche nicht in den Wäschekorb werfen, wenn sie einen Wäschekorb im Raum haben. Ich finde es auch schrecklich, dass Sophia gerade die Dusche kaputt gemacht hat. Ich weiß nicht wie. Ich habe noch nie, ehrlich, ich habe es noch nie hingekriegt in meinem ganzen Leben, und das sind jetzt schon mehr als 20 Jahre Leben, eine Dusche kaputt zu machen. Ich habe es noch nie hingekriegt. Und die machen das hier jeden fünften Tag. Also, keine Ahnung. Die haben scheinbar ein besonderes Talent dafür, die Sims. Aber ich weiß gar nicht, wie kriegt man das denn bitte hin, dass eine Dusche so heftig kaputt ist? Ich verstehe es nicht. Du schläfst, bis du nicht mehr kannst. Du musst auf jeden Fall noch was essen, bevor du zur Arbeit gehst. Erstmal ein paar Waffeln. Und das wäre, ja, bis 7 Uhr musst du wahrscheinlich nur schlafen. Ist nicht mehr lang, aber viel mehr haben wir halt auch nicht. Gut. Ja, dann müssen wir jetzt ein bisschen die Zeit abwarten, die Nacht abwarten. Und dann können wir hier gleich weitermachen. Das ist doch cool. Maya sieht nicht glücklich aus. Vielleicht, weil sie nicht schläft. Weiß es nicht? Ah, nee, Mika ist das. Mika, warum bist du so unglücklich? Was hast du denn? Was ist denn los? Ist doch alles gut bei dir. Eigentlich fühlst du dich doch gut. Eigentlich sollst du doch gute Laune haben. Aber sie sieht nicht so. Ja, vielleicht hat sie einen Albtraum oder so. Das kann natürlich sein.
Ach, das arme Mädchen, ey. Die sieht echt nicht glücklich aus. Und Maya liegt daneben und weiß gar nicht, wie sehr ihre Freundin leidet und wie schlecht sie schläft irgendwie. Guck mal, wie sie sich auch die ganze Zeit hin und her dreht. Ach, das arme Mädchen. Oh, jetzt ist es scheinbar wieder besser. Ah, ja, und jetzt kuschelt sie sich auch an Maya ran. Ich denke mal, dann wird sie auch gleich ein bisschen besser schlafen können. Oh, lass mich doch mal mit Loren in Ruhe. Ich werde dieses Mädchen aufspüren. Und ich werde sie vernichten. Kekst einen sowas von an. Nein, Leon hat keine Fahrgemeinschaft. Leon hat frei. Wenn wir ein bisschen an unseren Stories und Kritiken arbeiten können in der Zeit, in unserer Urlaubszeit, das wäre eigentlich auch ganz gut. Das ist halt bei der Journalismuskarriere ein bisschen anstrengend, dass man wirklich immer wieder Stories und Kritiken schreiben muss. Und wenn man sie gerade auf grünes Level bekommen hat, wird man befördert und darf nochmal von vorne anfangen. Also das ist ein bisschen, ja. Ja. Könnten wir das mal bitte lassen, dass hier alles gleichzeitig ange Dingens wird. Hallo? Oh, was ist denn das hier wieder für ein Mist? Was? Das ist nicht lustig. Das ist nicht lustig. Was ist denn das? Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber das wählt dann immer gleich mehrere aus. Hier, ich kann alle gleichzeitig anklicken. Da, Glückwunsch. Was bringt mir das? Nee, gar nichts. War klar. Das ist nicht schön. Lass das. Das Einzige, womit ich das wegkriegen kann, ich nämlich immer so mit Rechtsklick auf sie draufklicken, aber das nervt ja auch. Mann, ey. Toll, jetzt habe ich hier Leon ausgewählt. Jetzt sehe ich ein Bild von Leon, obwohl ich eigentlich im Pferd drin bin. Das ist doch bescheuert. Einfach nur bescheuert ist das. Jetzt habe ich immer noch Leons Bild. Mann, was ist denn mit den Sims hier heute los? Was ist denn mit dem Spiel los? Es lief doch alles so gut jetzt. Und es läuft doch jetzt ganz in Ordnung. Also es geht so. Aber das ist doch bescheuert. Das ist doch echt bescheuert hier. Mann, ey. Ja, und ich will halt auch nicht in der Folge immer das Spiel neu starten müssen. Das ist doch dumm. Ich spiele das jetzt zu Ende. So weit wie es geht, bis ich gar keine Lust mehr habe, dann wird halt die Folge ein bisschen kürzer, aber das ist doch einfach nur albern. Wenn ich das Spiel neu starte, ist das wieder weg, aber warum? Warum überhaupt? Ignoriert halt einfach dieses Bild hier. So, wie läuft's bei dir? Ich muss da jedes Mal halt. Ach, Mann. So, das ist jetzt Mika. Vielleicht werden die Bedürfnisse geupdatet. Ja, sehr schön. So, du sollst dich anziehen und dann können wir mal zum Laden rübergehen. Da muss ich, wie gesagt, vor der nächsten Folge mal schauen, was ich denn da mit dem Laden machen kann. Ja, mit dem Laden machen kann. Ich bin so angenervt jetzt. Das werde ich jetzt nicht lange durchhalten. Dieses dämliche. Ja, diesen dämlichen Bug hier. Der ist total bescheuert. Da hört man noch die Dusche, wie sie die ganze Zeit läuft und läuft und läuft. Und die Rechnung in die Höhe treibt. Oh, Post können wir auf jeden Fall nehmen. Das möchte ich vielleicht noch machen. Das wäre ganz cool, wenn wir das vielleicht noch eben schnell hinbekommen. Wie sieht es bei dir aus? Okay, du machst gleich ordentlich. Ja, ist gut. Du machst gleich ordentlich hier. Nein, 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 kein Nickerchen machen. Du machst gleich. Zieh dich einfach nur an. Junge, zieh dich einfach an. Geh da hin und zieh dich an, Junge. Leon. Leon, beweg dich. Danke. Dann holen wir eben die Post, schauen uns unsere schöne Hochzeitspost an. Oder holen wir die saubere Wäsche vorher noch raus. Natürlich mehr Sinn. Du wachst auch auf. Hallo. Ah, oh, nein, wir sind noch auf den Bedürfnissen. Nein. Oh, Mann. Kriege ich vielleicht mal ihre zu sehen? Okay, die dauert noch ein bisschen länger. Oh, jetzt steht sie auch auf. Das sollte sie noch gar nicht.
Mann. Ja, Mädchen, schlaf weiter. Schlaf gleich einfach weiter. Ist alles gut. Hör auf zu stehen. Mädchen, ich will dir nur sagen, dass du wieder schlafen gehen sollst. Das nervt. Was ist denn? Ach, endlich. So, du gehst schlafen, danach gehst du dein Bett machen, dann kannst du frühstücken. Und ich will jetzt einfach nur noch die Hochzeitspost annehmen, damit wir noch was Schönes haben, diese Folge. Und, ja. Danach werde ich die beenden, weil es ist nicht schön, wie ihr sicherlich sehen könnt. Ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt ganz nachvollziehen könnt, was mich jetzt die ganze Zeit stört. Wenn man im Spiel drin ist, dann versteht man das schon. Ist jetzt schwer, das jetzt zu erklären, so wirklich. Okay, das kannst du ein bisschen machen. Ah, Besorgung für den Vorgesetzten machen, das ist ganz gut. Du machst jetzt die Post, genau. Nein, da sollst du nicht hin. Okay, dann sind wir jetzt mal bei Leon. Und, ist immer noch so. Ist das nervig, ey. Ja. Geschenk von Stephanie. Oh, ich habe ihnen was geschenkt. Cool. Geschenk von Patrick. Hab an dich gedacht. Brief für Sophia. Es sind auf jeden Fall noch keine Hochzeitsgeschenke. So viel sei schon mal gesagt. Naja, ich weiß ja gar nicht, wie lange die brauchen. Vielleicht dauern die eine Woche oder was weiß ich, bis die kommen. Naja, gut, aber wie gesagt, ich würde jetzt erstmal die Folge beenden wollen, weil mich der Bug jetzt echt tierisch annervt. Und dann sehen wir in der nächsten Folge weiter. Ist halt jetzt die Folge mal ein bisschen kürzer, aber ist ja nicht so schlimm. Die sind ja sowieso alle ein bisschen länger als alle anderen Folgen, die ich so mache. Deswegen denke ich, ist das nicht ganz so tragisch. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall bedanken fürs Zusehen. Auch sorry, dass ich immer so genervt bin von allem, aber es ist echt nervig, wie buggy das Spiel geworden ist mit der Zeit. Und ja, dann sehen wir mal in der nächsten Folge, was wir da alles so Schönes erreichen können. Und bis dahin, tschüss.